Willkommen zu Daisy Deathmatch Team Rin gegen Team Noobs. Annika, Patty, Steffen und ich ziehen's durch. Ja. Das wird so schlecht. Ich bin der Erste, der zwei tot Minuten ist. Sind um? Immer. Zwei Minuten sind um. Meine Leute, wir haben einen schweren Kampf vor uns. Oh den Mann. Werden wir aber meistern. Okay, jetzt ist eigentlich nur die Frage, wollen wir die Hauptstraße entlang gehen? Also auf jeden Fall müssen wir uns irgendwie aufsplitten, würde ich sagen. Dass zwei zusammenbleiben sozusagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir auf jeden Fall erstmal unsere Position irgendwie wechseln. Alle legen ja die Äxte hin. Wollen wir das machen? Bringt sowieso nichts, damit ich, dass ihr das seid. Ja, der Einzige, der keine Axt hat, ist der Typ mit dem roten Bajonett. Okay, können wir also machen. Rotes Bajonett ist nicht von uns. Ja, und alle, die keine Axt haben. Axt hier hin. Und an die anderen beiden hat eine Gasmaske, glaube ich, auf. Ja, die haben eine Axt. Ja, die haben aber eine Axt. Okay. So, ich würde sagen, Steffen und ich, wir gehen, oder nee, warte mal, anders. Steffen und Tom, weil einer hat einen Scope von euch, ihr geht links rum und wir gehen rechts rum, ich und Annika. Alles klar. Ihr nehmt alle auf, ne? Ja. Ja. Fight! Steffen? Achso. Ja, das Problem ist, ich hab dann aber drei Fans. Die Scheiße. Sorry. Achso. Stimmt, wir machen ja sowas, wo wir aufnehmen. Na, dann mach nur so, dass es geht. Dann. Und die anderen sind jetzt. Ich hab fünf Frames weniger, ist das Problem. Na, in der Stadt ist immer sowieso scheiße mit Frames. Da gehen die Frames verloren. Steffen, du bist hinter mir, ne? Ja. Denk ich doch, dass du da bist. Warum kommt ein Zombie? Wo sind die anderen? Sehen wir uns noch nicht? Die sehen wir noch nicht. Warte mal. Wo ist denn der da? Warte, lass mal ankommen. Warte. Machst du? Alter, da schießen doch schon welche. Oder war der Zombie? Ja, hast du denn jetzt geschossen? Pistole oder Mosin? Ja, mit der Mosin geschossen. Ich habe das SKS geschossen, wir haben beide gleichzeitig. Und hat da unten einen Scope einer von denen eigentlich? Ja. Ja, wir gehen jetzt mal hier hoch, komm mal mit. Warte, ja, warte. Guck du mal da, ich geh in die Ecke, ja. Okay. Wollen wir einfach campen? Sehr gut, nee. Annika. Kampfgeist. Wollen wir nicht einfach campen? Los, ich hab noch nie gekämpft. Steffen, du rechts am Haus vorbei, ich links. Okay. Ich kann nur auf das, was mir hier gesagt wird. Wir gehen jetzt von Haus zu Haus hier, Annika. Alles klar. Dann schön die Augen. Haben wir jetzt wirklich nur schießen und treffen. Mehr ist jetzt nicht korrekt. Hier geht's nicht um irgendwelche Erfahrungsaustausch oder so. Ich bin an der Mauer hinterm Supermarkt. Komm ich auch damit rum? Aber. Ja. Und Zombie von oben, Tom. Ja, ja. Das ist scheiße. Axt jetzt, ne? Er schießt, achso, ich schieße. Egal, ja. Hier. Alter, warum ist denn die Grafik völlig schwammig, ey? Ganz komisch gerade. Der Server ist auch komisch. Ich sehe schon, die flankieren sie von der Seite, wo wir nicht hin dürfen. Zombie? Ja, ich höre auch schon wieder ihn. Ja, der kommt hinter der Mauer. Kommt jetzt rum. Hinter dir. No. Was schießt ihr? Ecke. War Zombie. Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen, Alter? Jo, hast du. Ja. Na, endlich. Nicht, dass ich in irgendein Haus verbarrikadieren und wieder ran. Also, ich denke mir, die. Was sind jetzt sechs Leute? Vier. Achso, ich dachte, sechs. Muss im Supermarkt, Steffen? Also, Viere wie wir. Achso. Lernen sich irgendwo hinhocken und warten, dass wir irgendwo hinkommen. Ich würde die Krankenstation nehmen, hast du perfekte Blick raus. Passt auf die Fenster auf, Jungs. Ja. Ich hab nur noch einen Rack, also. Ich hab hier noch mit. All verloren. Du bist eindeutig sehr gut equipped, Steffen. Der Du, das ist vom letzten Mal noch, da war ich nicht so gut dabei. Kurze Frage, wie ist denn eure Position eigentlich? Rechts, an der Krankenstation oben, auf dem Berg hier, auf dem Hügel. Komm zu dir an die Mauer? Ah ne, du bist da, okay. Geh an die Mauer. Die Krankenstation ist. Ach ja, nee, doch, da war ich vorhin. Ja, doch. Kann man ganz gut rüberblicken. Mal gucken, ob wir zu den Bauernhöfen kommen hier links, Tom. Wollen wir durch die Scheunen, meinst du? Links jetzt vorbei? Okay. Durch das Tor durch, ja. Dann lass jetzt mal hier an die Ecke gehen. In Zeusken? Guck mal nochmal. Ich werde bewegt.
Uiuiui. Tausender Puls. Eieiei. Wollen wir ins Haus hier mal kurz rennen? Nee, komm, wir gehen hier zu den. Okay. Ja, wir können ja vorne wieder rausgehen. Ist ja alles kein Problem. Okay. Bist du, Annika, ja? Ja. Ich bleib hinten, ja. Geh, auf den, geh über den Hof. Oder so. Ah, bitte. Gehen. Wir kommen jetzt vorne raus, ja? Ganz, in den ganz hinteren rechten Raum. Ah, klar. Was ist denn du jetzt, Tom? Ich bin hinter dem Haus, wo du gerade drin warst, auf dem Hof. Ich seh. Oh Gott, zum Glück hat meine Brille aufgesetzt, sonst wäre ich jetzt am Arsch. Sag mal, wenn die bei. Vielleicht sind die bei dem. Bei dieser roten Halle, dann könnten sie sich nämlich auch auf die Sniperlauer legen. Also einer hat auf jeden Fall eine Mosin dabei. Ich glaube auch, dass sie sich bestimmt gesplittet haben. Ich sag, die hocken alle zu viert in der Ecke und bumsen uns ja alle um. Ja, aber... Naja, so schlimm ist das denn auch nicht. Nee. Die meinten ja sowas von wegen Hauptstraße. Ich denke mal, dass da schon irgendjemand Richtung Hauptstraße geht. Also hier wird. Kann man ja auf die Kirche gucken, wo wir gerade drin sind, aber irgendwie ist da ruhig. Wir sind gerade direkt hinter der Kirche aus eurer Position. Ich sehe welche. Da hinten laufen welche. Wo? Geradezu das Haus mit dem Schornstein. Da sind zwei Stück. Haus mit dem Schornstein? Ach, da. Nee. Steffen, sag mir meine Uhrzeit bitte. Da, also, wo du hinguckst gerade. Das Haus, geradezu das zweistöckige mit dem Schornstein. Okay. Das da rechts. Fahren, dann. Und ach, genau. Ditte. Ungefähr 100 Meter von der Kirche entfernt. Da waren gerade zwei. Okay. Und jetzt nach rechts hier laufen. Für uns, nach Richtung rechts. Da ist er in einer Ecke wieder gewesen, hat geguckt. Ja. Kannst du da hinscopen? Mit der Mosin meinst du? Ja, klar. Achso, wir machen das ja. Mal so. Du hast eine Mosin, ich drop dir mal meinen Long Range Scope. Jo, bleib mal hier. Ich bleib hier, ja. Liegt hinter dir? Hab ich. Jetzt haben wir. Ja. Sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Ist das ein. Ich will mal kein. Ist das ein Zombie da oben? Oh Gott. Warte mal, was ist denn die? Oh. Wer schießt denn? Wart ihr das? Wir waren das nicht. Nee, wir auch nicht. Patty? Nee. Okay, das war rechts von hier. Hörte sich Kirche an. Ich bin tot. Oh ja. Gott. Viel Glück, Annika. Hahaha, ja, na klar. Weil ich halt die Meisterschützen vom Herrn. Sag mal an hier. Also ich bin bewusstlos, ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Komm mal mit, Steffen. Pack mal. Kacke ist, dass überall Fenster sind. 200 Meter ist das hier. Ich sehe bei den Spielen immer gar keinen. Wo haben die denn dich erschossen, Patty? Ja, draußen, wo ich rausgegangen bin. Ich bin... also geradeaus, wenn du jetzt im Gang bist, links, ja. Geradeaus aus der Tür raus. Ah, klar. Wie weit von der Kirche? 100 Meter, die Straße lang. Die Hauptstraße. Ja, also diese Kreuzung da nach raus aus dem, zur Krankenstation hoch. Bleib hier oben an der Ecke, ja? Und guck hier weiter runter. Kann jetzt nur noch die Tür, ich kann nicht mehr, wenn jetzt einer durch die Fenster, dann mega am Arsch. Ey, leg dich hin und mal guck auf die Tür. Ich lieg genau da draußen, wenn der mich looten will, dann... Ich sehe wieder welche. Da ist wieder einer. Da ist einer. Ah, fuck, nicht getroffen. Der läuft wieder auf der Straße. Hier liegt eine Ambrose vor der Kirche. Ja, das kann ich irgendwie nicht hinlegen. Okay. Der ist in der Ruine drin. In der Ruine in ist er. In der Ruine, okay. Von dem Gebäude, kurz davor, was ich gerade beschrieben habe. In der Ruine ist er in der drin. Also ich bin bewusstlos, Annika. Ja, da lag auch irgendwo ein Salim weg, halt gesehen. Ich hab einen Epipen bei. Den halt auch, glaube ich. Und noch Salim weg im Rucksack irgendwo. Steffen, ich krieg gerade an der Kirche lang, Richtung Ruine. Du müsstest mich sehen, ich lieg auf der Seite, die zu dir geht. Ich muss mich hinhocken, ich sehe sonst nicht. Nein, oh Gott. Jetzt bin ich wieder. Sind wir noch in der Ruine drin? Weiß ich nicht, ich hab ihn noch nicht mehr gesehen. Sollte mal gucken, ob ich oben lang komme. Ich seh ihn, in der Ruine. Der guckt da hoch, das ist der mit dem roten Barett. Ich sehe nämlich keinen, gerade in der Ruine. Ah, da war er halt kurz davor. Oh Mann. Wer schießt? Bist du der Tom? Das ist bei... Okay, seid ihr schon da bei mir. Da läuft in einer Leiche rum. What? Dann geh ich hier wieder rein. Hier ist wenigstens. Oder du warst das, keine Ahnung. Nee, ich bin hier in dem Lagerraum sozusagen. Ich hab Schritte gehört. Na, dann kann... Ich würde gerne deine Leiche sehen. Ist die Tür offen? Natürlich total getarnt hier. Tür ist zu. Die Haupttür, also diese Doppeltür ist zu.
Bist du aus der raus? Nee, du bist aus der dahinter raus, ne? Ich bin geradezu raus. Also wenn du im Flur stehst, geradezu die Tür. Mhm. Ich bin jetzt an der Kirche direkt an der Hauptstraße. Ist zu. Ich trau mich hier nicht raus, ey. Los, Annika, drauf geschissen, Uto aufs Ziel. Ja. Bin schon dabei. Die links im Anschlag und dann raus. Hier deine Leiche und ich bin tot. Da liegt einer mit einem blauen Rucksack. Das ist Patty. Du hast dich gerade bewegt. Tot. Du bist tot? Ja. Ach, fuck. Warum machst du dich denn... Warum ist die Tür zu? Warum machst du dich denn tot? Nee, war nicht warum machst du dich denn tot, sondern... Nennt man das jetzt eigentlich campen bei die Kamera? Ja. Taktisches Warten ist das. Bist du an der Kirche, Tom? Ja, ich bin an der Kirche und bei dem beigen Haus jetzt. Gut. Ich versuche jetzt aus dem Apothekending raus und über den Zaun zu kommen. Sieht bei dir total witzig aus. Sollen wir am Boden schweben? Gut, los geht's. Da, warte, ich sehe ihn, Tom. Wieder eine Ruine. Ruine. Ja, okay. Headshot! Ist tot. Sauber. Die Ruinenseite hast du im Blick, ja? Dann geht nämlich an der Hauptstraße weiter. Ruine, also wir haben jetzt, einen haben wir jetzt oder haben wir schon mehrere? 3-3 steht's. Also ich bin jetzt oberhalb der Apotheke, hinterm Zaun und würde gerne wissen, welche Ruine ihr meint. Wenn du zur Kirche, Moment, Ruhe, ich sehe jemanden, Entschuldigung, ja. Später. Annika, siehst du ein großes viereckiges Backsteingebäude auf deiner Seite der Hauptstraßenseite? Meinst du, ja? Ja, da ist gerade jemand. Warte. Ich glaube, ich werde meine Position gleich mal wechseln. Drinnen, draußen? Draußen habe ich ihn gesehen zumindest. Ich weiß nicht, ob er jetzt drin ist. Und ich meine nicht das rote backsteinfarbene Gebäude mit dem Torbogeneingang. Ich sehe die nur von hinten. Also. Okay, das ist das backsteinfarbene Gebäude, wo man durchgehen kann, geradezu ja, durchgehen neben, kann. Ja, neben dem roten, ne? Genau. Ja, nee, da sehe ich irgendwie nichts. Okay. Ich kann aber ein Stück mal hin versuchen. Mach mal. Steffen, hast du jetzt die Position gewechselt? Nee, ich bin immer noch hier. Okay. Solange du da stehst, mag ich das jetzt erstmal nicht. War das derselbe Typ? Roter Rucksack? Großer roter Rucksack? Den ich gesehen habe? Der in der Ruine oder? War? Nee, das war der mit dem roten Basecap, den ich da zuerst... Ja, also ich hab aber ihn erschossen mit dem roten Rucksack. Das kann sein, dass der in der Ruine immer noch drin hat. Ja. Ja, ich geh mal von der anderen, von der Hauptstraßenseite. So, jetzt müsstest du mich, glaube ich, vielleicht sogar sehen. Ich stehe vor so einem Schuppen vor der Ruine. Nee, da ist ein Busch vor. Okay. Bei dem Backsteinhaus sehe ich gerade nichts. Ey, wie Verstecke spielen, ey. Ist ja schrecklich. Ich bin jetzt bei der Ruine. Ja, jetzt richtig. Guck mal, geradezu, da in der Ecke, hat ihr das letzte Mal ihn gesehen. Mit dem roten Rucksack? Ne, den roten Rucksack ist tot, der liegt links in der Öffnung. Du bist sicher, dass der tot ist, ja? Der ist tot, der liegt da schon die ganze Zeit. Und nicht, dass er nur unconscious ist. Nee, der ist offen. Da läuft jemand hinter dem Backsteinhaus lang. Gott, die zeigen. Oh Gott, ist das wirklich? Geht der Richtung Hauptstraße? Ich hab den nur. Warte, da ist er. Der ist hinter dem Schuppen, da ist er. Backsteingebäude habe ich auch mit im Blick. Hinter dem Backsteingebäude? Ja, sehe ich auch die Kante. Wenn er nach vorne auf der Straße kommt, habe ich ihn. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab Angst, dass er mich im Visier hat. Soll ich mal rausschalten, vielleicht schießen? Nee, Reiniger ist er nicht, der war dahinter. Alles so schwammig. Gut, der... Oh, wer wartet? Wer wartet? Ich nicht. Wenn dann wird auf mich geschossen. Aber ich... Das hört sich vom Hang an. Von Schuppen. War er auf mich gerichtet. Okay. Ich schieß jetzt nur noch mal auf den Typen mit dem roten Rucksack. Wer schießt der zu? Das war Ecke. Tom. Ich glaube, warte mal, das kam aus dem Schuppen, oder? Das kann gut sein, ja. Oben auf dem Gras gucken, ob du das Deckung hast nach morgen. Ja, hab ich. Wo kam das?
Steffen, tu dir mal einen Gefallen, geh mal auf Konfigurieren. Ich sehe ihn, glaube ich. Geh mal auf Konfigurieren. Da ist er, der läuft hier am Backsteingebäude. Warte. Warte. Oh Gott, oh Gott. Der läuft ja mal hin und her. In welche Richtung läuft dann? Kannst du das sehen? Immer zwischen rotem Haus und Backsteingebäude, wenn ich das jetzt richtig einschätze. Okay, also versuchen zu umzingeln. Also von der anderen Seite zu kommen. Also ich bin von hinten, könnte ich. Warte, das kommt von. Aus der Richtung, wo die sozusagen gespawnt sind? Oder von wo? Hört sich von vorne an irgendwie. Also von mir klingt das recht. Oh, ein Auto wieder. Oh, ein Auto. Von rechts aus. Also von deren Spawnpunkt aus? Genau, von deren Spawnpunkt, Entschuldigung. Ja, das habe ich auch so gehört. Geradezu. Ich guck ja dahin. Alter. Zwischen roten und Backsteingebäude rennt. Annika, wo bist du jetzt eigentlich genau drin? Ich bin fast hinter den beiden Gebäuden, hinter Backsteingebäude und hinter roten Gebäude, da ein bisschen auf dem Feld und verstecke mich hinter den Büschen. Büschen! Also Annika, du hast Blick auf die Fläche zwischen roten und Backsteinfarben Gebäude, ja? Ja. Gut. Oh Gott, und jetzt. Oh Gott. Wo warst du? Ich war direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite von dem roten Haus, was neben dem Backstein war. Ja, ich sehe ihn, glaube ich. 3-2. Oh Gott, die Aufnehmer überleben. Niemals, ey. Das ist eine Wackel. Jetzt ist bin er noch da. Ja. Der versucht mich jetzt auszumachen. Das kann ja jetzt nur noch gut Glück sein. Weiß nicht. Wo, von wo meinst du, haben die geschossen, Tom? Nee, der ist hier beim roten beim roten sind die alle. Ich hab das Backsteingebäude, sehe ich. Eine Ecke davon? Na, das bringt dir gerade nicht viel. Und das Rote ist weiter zu uns hin, bitte? Oh, hinten neben dem Roten ist so ein kleines Häuschen und da war der gerade. Also das alles Richtung deren Spawning-Punkt. Ja. Noch weiter. Ah, ich hab den niemals getroffen. Weg. Ja, Hörung. Hinter der. Gegenüber von der Scheune praktisch bin ich erschossen. Gegenüber von der Ruine? Da, Ruine, oder? Genau. Jetzt kommt da noch ein Zombie an. Ich war in der Ruine direkt auf der Straßenseite und da bin ich erschossen worden. Will ich sterben, deswegen bewege ich mich gerade kein Stück. Könnt ihr gleich alle Camper runterschreiben, ist mir sowas von dir. Los, leg los, Steffen. Und wer hat mich versucht zu erschießen? Hat er nicht geschafft, finde ich schon mal gut. Ich renne aber ruhig gerade rum wie... Hallo! Gut, ich bleib. Oh, ich lebe immer noch. Alle gut noch. Jetzt nicht mehr gut. Ich kann wirklich nichts machen. Von wo schießen die? Nur Steffen, du musst jetzt ich was muss machen. Konfigurieren, ich sonst habe ich keinen scharfes Bild. So, jetzt. Ich kann das nicht ausmachen, ne? Oh Gott. Warte. Unconscious. Die sind alle bei dem Backstein, also bei dem roten und bei dem Backsteingebäude alle da, so in der Gegend. Da sind die alle. Ich sehe ja keinen. Ich muss das Gras erstmal platt rücken. Das ist aber eine M4, glaube ich, die auf mich schießt. Ja, habe ich gehört. Juhu! Das ist eigentlich gut, wenn... Jetzt schießt immer noch. Bist du schon tot, oder nicht? Ich bin tot, ja. Alle Hoffnung ruhen auf Steffen, Alter. Ach, welche Hoffnung. Dass Steffen auch als Letztes am Leben bleibt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich renne jetzt einfach mal in die Scheune. Und dann mach ich Schießscharten schießen. Also der Tommy tötet, hat er versucht, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht, die drei Schüsse. Damit wackelt er seit andere. Nee, jetzt nicht campen, Steffen. Haben wir jetzt eh nichts zu verlieren. Ich wollte eine Ecke axten, aber ich habe ja keine Axt mehr gehabt. Warum hast du nicht erschossen? Na, weil er gerade weggedreht war von mir und dann ist er um die Hütte gerade rumgerannt. Und dann hat er sich umgedreht und hat mich gesehen. Achso, okay. Factory bei... und so. Factory bei Solnitschny? Jo. Cool, da bin ich auch. Dann lass uns in Solnitschny bei dem Brunnen treffen. Ah klar, die Factory ist rechts von Solnitschny, ne? Genau, also östlich, nördlich. Also musst du runterrennen praktisch Richtung Elektro. Mhm, mach ich. Bin auch gleich da. Gut, na dann würde ich sagen, hat Team Rafik nicht auf jeden Fall verloren, jetzt machen wir aber definitiv normal. Ist ja nicht so, dass man unterequipped war. Nee, das stimmt, ja. Aber wir wollen jetzt keine Ausreden suchen, den anderen ging es ja jetzt auch nicht so viel mehr besser.
Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach einen Cut, oder? Jo. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Creatures came.